Moin moin liebe Leute, hallo Hamburg. Ich stehe hier gerade in der Niendorfer Markthalle vom NTSV Niendorf. Hinter mir läuft gerade das Training und ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir was über den Einpauschenpilz verraten kann. Gehen wir mal auf die Suche. Ja, ich stehe jetzt hier mit unserem Trainer Eddie. Eddie, vielleicht kannst du uns einmal erklären, wozu braucht ihr denn eigentlich einen Einpauschenpilz? Seit 2016 ist vorgeschrieben worden vom DTB, dass die Jungs AK-19 in diesem Alter eine Pflichtübung auf dem Einpauschenpilz zu tun haben. Okay, und was machen die dann da drauf? Auf dem Geld sollen die Kreisflanken machen. Okay, und magst du uns vielleicht auch erklären, was sind denn Kreisflanken? Das kann ich erklären, aber denke ich einfach, wenn einer von den Jungs eben es vormacht. Ja, das wäre natürlich gut. Ja, klasse. Sag mal, Finn, wir wollen gerade unseren Zuschauern erklären, was denn Kreisflanken sind. Kannst du uns die mal zeigen? Ja, kann ich. Ja. Na, wir sind gespannt. Ey, super klasse. Sag mal, Finn, wie alt bist du jetzt? Also ich bin 9 Jahre. Also musst du beim nächsten Wettkampf das auch auf dem Einpauschenpilz machen, richtig? Ja, ist richtig, nur ich kann sie leider noch nicht wirklich, weil wir halt keinen Einpauschenpilz haben. Ja, und genau das ist das Problem, ne? Ja, da wir diesen Pauschenpilz wirklich unbedingt brauchen, haben wir uns auf ein Sponsoring-Programm bei Hamburg 2 beworben. Wir haben auch eine Woche schon gewonnen, aber jetzt fehlt uns noch ein Sieg, um mit dem Monatssieg 500 Euro zu bekommen, um endlich diesen Pilz anschaffen zu können. Ihr würdet uns eine Riesenfreude machen, wenn ihr uns unterstützen würdet. Unter dem Video in der Beschreibung findet ihr einen Link direkt auf die Voting-Seite. Das Voting läuft noch bis Freitagmorgen um 8 Uhr. Klickt einmal drauf, es sind nur ein paar Klicks. Ihr würdet uns damit riesig unterstützen, wenn ihr für den NTSV